Jo, herzlich willkommen zum neuen Transport Fever Projekt. Bevor ich ins ganze Detail und so weiter gehe, ins Detail von diesem Projekt gehe ich, weil ich gleich hier mitten in der Welt bin. Aber ich wollte einfach mal so, wir könnten prinzipiell auch auf riesig oder auf Größen wahnsinnig gehen. Aber ich denke. Ich denke, groß reicht komplett aus. Kommt ja auch bald Transport Fever 2 und so weiter. Von daher machen wir einfach mal groß und gucken, wie weit wir denn und so weiter kommen. 1850, Schwierigkeit, einfach so und halt Mittel. Europa ist ausgewählt, nicht wieder USA. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich in-game und ich erzähle euch ein bisschen was zum Projekt und so weiter und so fort. Alles klar, huiuiui. Am Reinladen gefühlt hier. Keine große Karte, wirklich. Da keine so gute Idee. Was haben wir denn überhaupt hier? Wir haben noch keine Running Cost, ne? Ja, wir haben doch schon relativ viel geliehenes Gebiet. Gucken wir uns erstmal an, was so am nächsten dran ist, wovon wir starten, was auch wirklich flach ist. Was einfach zu bebauen ist. Das hier ist ja schon nah. Puh. Ich würde ja schon was sagen, wir fangen hier in der Nähe von Altenkunststadt, okay. Kenz, Krystro und Horbruch. Das soll also in diesem Gebiet beginnen. Ja. Und eine Sache, die mir das gerade auffällt. Wir haben keine Strecke nach draußen so gesehen. Also es kommt nichts rein und nichts raus. Heißt, wir haben keine Verbindung ins Außengelände. Einfach aus dem Grund wegen dem Schönbauprojekt, an das ich, wozu ich auch noch nicht zu sprechen komme. Sprich, wir haben keine Start. Strecken, Dinger, wie auch immer. Läuft. Ja gut. Was haben wir denn hier überhaupt alles, wenn wir schon mal hier anfangen? Okay, hier hätten wir eine Mine. Hätten wir eine Verbindung. Und dann halt die Städte. Was ist denn näher dran? Ich glaube, Horbuch ist näher an Altenkunststadt, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir doch auch mal direkt. Direkt an. Logo. Oh Gott. Wir haben mal kein Logo. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, dass wir hier Rohrbruch mit Altenkunststadt verbinden via Zuglinie. Und dass wir hier noch eine Verbindung machen mit der Straße und so weiter. Okay, mittendrin ist einfach mal. Sieht ja auch interessant aus, mittendrin hier einfach mal plötzlich die Straße verändert. Damit fangen wir, würde ich sagen, an. Wir sollten vielleicht müssen wir sogar noch ein bisschen Darlehen mitnehmen. Das kann natürlich auch sein. Wenn dem so ist, werden wir es natürlich machen. Ach, ich wollte hier. Hallo? Oh Gott. Hier hin.
mache ich erstmal so. Packen wir das hier hin. Ich muss mich an gewöhnen, dass ich nichts mehr abreißen kann. So, einmal hier, dann für den weiteren Verlauf, damit das mal später geht, dann nochmal hier nach Kents Küstro. Boah. Ein Horbruch könnte man Terra tatsächlich überlegen, ob man nicht zwei Bahnhöfe macht. Einer, der halt in diese Richtung geht und in die und der andere, der halt in diese Richtung geht. Aber das werden wir dann sehen. Oder halt hier ein Güterbahnhof vielleicht. Ich packe einfach mal hier oben einfach einen hin. Horbruch. Nennen wir es einfach mal Hauptbahnhof. Wobei, wir wissen es noch nicht, wir lassen es einfach mal dabei. Horbruch haben wir hier, wir haben Altenkunststadt. Ich nenne es mal einfach BF hinten noch dran. Dann wissen wir zumindest, dass es ein Bahnhof ist. Genauso wie hier. Zack. BF. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, was ich jetzt sagen wollte. Dafür ist es also mittlerweile einfach zu lange her mit dem Schnippeln. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied merken werdet bei den ganzen Videos, aber die Videos, die jetzt kommen und mit diesem Video auch bearbeite ich das Ganze in Premiere von Adobe oder Adobe, je nachdem wie man es nennen will. Einfach aus dem Grund, weil bei Vegas halt das nicht mehr rendert. Also zumindest nicht mehr mit der guten Qualität rendert. Was auch immer da jetzt wieder schiefgelaufen ist. Ich vermute mal einfach Windows liegt daran. Aber kommen wir zum Projekt. Da weiß ich nämlich, dass ich eine Sache sagen wollte. Und zwar, wie ihr seht, ne, ich werde vermutlich mit einigen, wie heißt das, Speedbuilds arbeiten, vor allem bei den Strecken. Also wenn wir irgendwie neue Strecken bauen, neue Gleise verlegen oder neue Straßen, die ich ja dummerweise neu verlegen muss. Ja. Da. Und zwischendurch werde ich auch mal ein paar gröbere Cuts reinsetzen, eventuell, zumindest habe ich es in dieser Folge gemacht. Aber hauptsächlich wird es dann, also das heißt hauptsächlich, also es wird viel mit Speedbuilds bearbeitet werden, aber auch natürlich Live-Bildmaterial, was man so nennen mag. Und ja, weiß nicht, ob ich über alles drüber reden werde von den Speedbuilds, vielleicht auch hauptsächlich nur mit Musik und so weiter, aber ja, das war jetzt mal von mir, von dieser Seite aus. Ja, was ist denn die Reichweite hier? Nicht so groß. Wir wollen natürlich alle möglichst viele verknüpfen. Ich gehe mal davon aus, ich habe gerade eben wahrscheinlich so ein kleines Speedbuild gesehen gehabt. Hoffe ich mal. jetzt haben wir hier das auch. Jetzt ist diese Straße hier auch abgegradet. Boah, sind hier viele Menschen. Wie viele wohnen eigentlich hier? Ah, 67, okay. Das heißt, wir werden nochmal eben kurz hier. Hallo. Hier und hier. Da bitte. Dann geht es. Hier. Dann drehen wir hier hinten. Dann geht es noch dort. Und dann nochmal. Das war's. und dasselbe Spiel machen wir dann hier. Doppelt. Stopp hier, stopp dort, stopp hier, stopp dort und da vielleicht. Dann geht das wieder zurück. Neue Linie.
Wo sind wir denn überhaupt hier? Wir sind hier in Horbruch. Oh Gott. Horbruch L1. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist Rohrbruch. Rohrbruch. Nein. Ich hoffe, das ist Rohrbruch. Ja, das war Rohrbruch. So. Dann neue Linie. Und hier sind wir in Alten Kunststadt. Och, really? Jetzt die und machen wir das hier in dem Fall. In dem Fall so, wo waren wir denn jetzt hier? Dann fangen wir nochmal von vorne an. Mittelweg. Hier nach dort, nach dort, nach dort. Dann haben wir hier Alten Kunststadt. Linie 1. Dann brauchen wir nur noch ein Depot. Wir brauchen es eigentlich fast in beiden Städten. Weil wir machen einfach hier ein Depot. Die Straße, die verändert sich auch schon nachher in die Richtung, genau in die Richtung. Perfekt, ich verbinde einfach mal diese beiden Straßen miteinander. Zack, und dann geht es hier gleich rüber. Wobei, es geht hier hinten rüber. Weisen wir jetzt Alten Kunststadt zu und dem weisen wir Horbruch zu. So, in Hoffnung, dass da auch gleich Passagiere dann hinkommen. So, dann machen wir nochmal eben hier Linie dahin. Wo fährt die jetzt hin? Die fährt nach Alten Kunststadt Bahnhof. Alten Kunststadt ist hier unten. Das heißt, wir warten. Wir beschleunigen. Ah ne, das war so. Das andere war Transport, wie gesagt schon. Das war anders aus City Skylines. Fahren wir, bis der Bums oben ist, in den Horbruch. Oh Gott, das heißt, wir müssen den gleich nochmal pausieren. Damit beide ungefähr gleichzeitig losfahren aus dem Bahnhof. Ach! Ich bin ja auch blöd. Wir brauchen natürlich noch eine Ausweichstrecke. Machen wir es mal so. Hä? Ups. Dann nehmen wir uns nochmal eine Million. So, zack, perfekt. Dann jetzt können wir hier da wieder reingehen. Dann natürlich noch Signal hier setzen. Hier ein Signal setzen. Dann, oh Gott. Hier eins und hier eins. Und dann vielleicht noch mal einen Wegpunkt setzen. Und zwar hier. Und ich habe vergessen, dass ich ja irgendwie die Heizung noch anhabe, deswegen geht's ja los. So, zack. Gucken wir mal, wie Linien sind.
Alkenkunststadt. Ich würde dir gerne hier zwischen noch den halt reinbauen, den Wegpunkt. So, jetzt möchte ich Rohrbruch haben. So, perfekt. Dann können wir das Ganze hier auch wieder. Oh Gott, das war eigentlich ein bisschen zu schnell. Jetzt haben wir natürlich diese blöden, dämlichen, nervigen Bugs. Ich muss jetzt diesen wieder fortfahren lassen. Die Signalpunkte nennen wir es mal einfach so. Zack und zack, vielleicht so. Dann nochmal hier. Andererseits, um sicher zu gehen, dass dieser. Dass die auch wirklich da lang fahren, wo sie lang fahren sollen. Machen wir auch nochmal einen Wegpunkt hin. So, das heißt, die Linie bearbeiten wir jetzt nochmal. Also, nein, wir müssen einfach nur diesen Wegpunkt nochmal hinzufügen. Hä? Achso, pausiert, das ging. So, wenn der andere sich jetzt umdreht. Er lädt ein und der fährt los. So, das haben wir, also wir haben bis beide ungefähr gut getimed. So, den sollen wir jetzt verkaufen. Genau, ich wollte wissen, das hat eine Frequenz von 5 Minuten. Wir haben einen Maßstab von 1 zu 1. Das heißt, es dauert okay, 5 Minuten 23 Sekunden sogar. Na gut, jetzt hier irgendwie noch ein Relevanz zu sehen. Gut, das Diagramme, das sind 30 Leute knapp transportiert. Check, check. Maximale Wartezeit, dass man das unbeschränkt, kann man das auch einstellen. Perfekt. Ticketpreis pro Kilometer $705. Warum ist es ein. Muss ich fragen, warum es ein Dollar ist, wenn wir in Europa sind? Mal einfach so, als ob ich das in den erweiterten Einstellungen eingeschaltet hätte, Kappa. Ich weiß gar nicht, das muss so unmöglich gewesen sein, oder? Automatisch. Wo sind es halt, dann sind es halt Dollar. Hoffen wir mal, dass es relativ gut Geld einnimmt. Natürlich noch ziemlich langsam unterwegs. Es wäre auf alle Fälle laufen lassen müssen, erstmal. Deswegen, ach Gott, das war ja so. Aber das, war es auch erstmal. Ich denke, ich werde bei Transport wieder das so machen. Ich werde halt pro Folge aufnehmen. Ja. Das andere habt ihr hoffentlich in einem Speedbuild mitbekommen. Ansonsten, ja. Oder in einem oder anderen Speedbuild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann nächste Woche wieder. Mittelweg, okay. Beim Bahnhof halten auch, warten auch schon mal ein paar Leute. Ist auch schon mal gut. Das heißt, es geht dann so langsam los. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch und so weiter. Spiel speichern, wenn natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie wir es nennen. Rohrbruch, ups, Altenkunststadt. Ja. Wie nennen wir es denn? Mittelbrunnen. Ein Fluss, zwei Flüsse, drei Flüsse. Keine Ahnung. Ich nenne es erstmal Drei-Flussland oder wie auch immer. Drei-Flussland speichern.
Falls ihr eine bessere Idee habt, wie wir es nennen können, dann schreibt es gerne in die Kommentare.